Schon um die Jahrhundertwende machten sich Verkehrsplaner Gedanken über eine Nord-Süd-Verbindungsbahn, die die Lücke zwischen den nördlichen und südlichen Vorortbahnen schließen sollte. Gute 30 Jahre später fiel die Entscheidung, den Plan in die Tat umzusetzen. Begleiten Sie uns fast 60 Jahre danach durch den Untergrund. In Höhe der Luisenbrücke, einst Zufahrt zum Stettiner Fernbahnhof, erreichen wir Ostberliner Gebiet. Links die Spitzkehren zum ehemaligen SBW Nordbahnhof, das seit 1984 stillgelegt ist. Tauchen wir ein in das größte jemals für die Berliner S-Bahn ausgeführte Bauvorhaben. Oh Jungs, jetzt wird's historisch. Kurz hinter dem Tunnelmund liegt die Station Nordbahnhof. Angelegt mit 4 Gleisen zur Anbindung des SBWs ging die Station am 28. Februar 1936 mit dem Namen Stettiner Bahnhof in Betrieb. Gute 28 Jahre sind nun schon die Bahnhöfe der Nord-Süd-Bahn geschlossen. Die Bilder sprechen für sich. Zwischenzeiten war öfter mal im Westen, aber hält sich auch im Prinzip wieder dran. Die nächste Station Richtung Süden ist der Bahnhof Oranienburger Straße. Angelegt als Durchgangsstation mit einem Inselbahnsteig. Zugemauerte Fahrkartenausgaben und Eingänge prägen auch hier das Bild. Erstaunlicherweise blieb ein Zugang an der Oberfläche erhalten. Der Bahnhof Friedrichstraße, Grenzbahnhof zwischen Ost und West.
Weiterhin diente er als Umsteigebahnhof zur westlichen Stadtbahn oder zur U-Bahn. 1975 ließ die Deutsche Reichsbahn den Bahnhof grundlegend rekonstruieren. Etwas ganz Besonderes ließen sich die Verantwortlichen für den Bahnhof unter den Linden einfallen. Der einzige Zugang, unweit des Brandenburger Tores, war mit einem Postenhäuschen abgedeckt. Über eine steile Leiter erreichte man erst die eigentliche Treppe. Erstaunlich gut beleuchtet der Tunnel zur Fahrkartenausgabe. An der Wand der Spielplan 1961-62 der Berliner Bühnen. Durch eine weitere Stahltür wird der Treppenabgang zum Bahnsteig erreicht. Zugemauert und fast unbeleuchtet war der nördliche Zugang. Noch vorhanden die alten Fahrkartenwannen. Bereits kurz nach Kriegsende zugemauert wurde der Zugang vor der sowjetischen Botschaft. Auf der anderen Seite machten wir diesen Fund. Setzen wir unsere Fahrt fort zum größten Bahnhof unter der Erde Berlins, dem Bahnhof Potsdamer Platz. Am 15. April 1939 wurde das monumentale Bauwerk eröffnet. Ein knappes halbes Jahr später, am 9. Oktober, wurde der Streckenabschnitt Groß-Görschenstraße-Anhalter Bahnhof bis zum Potsdamer Platz in Betrieb genommen. Somit war der Nord-Süd-Tunnel durchgängig befahrbar. Wie viel Geschichte dieses Bauwerk in den nächsten 50 Jahren schreiben wird, ahnten nicht einmal Pessimisten. Gerade der Bahnhof Potsdamer Platz steht dafür stellvertretend. Zu nennen ist die späte Fertigstellung, die durch die geplante bauliche Umgestaltung der Reichshauptstadt verursacht wurde. Verhindert wurde unter anderem die Einführung der Ringbahn in den bereits mit 4 Gleisen angelegten Bahnhof. Thank you.
Aber schon bald senkten sich die Schatten des Zweiten Weltkrieges über die neue Verkehrsader. Zunehmend wurden die Tunnelanlagen Zufluchtsstätten vor Bombenangriffen. Mit der Sprengung der Tunneldecke unter dem Landwehrkanal am 2. Mai 1945 kam das vorerst endgültige Aus. Durch die Totalüberflutung fanden 90 Menschen den Tod. Nach dem Abpumpen von rund 6 Millionen Kubikmeter Wasser konnte im November 1947 der durchgehende Betrieb wieder aufgenommen werden. Knapp 14 Jahre bis zum 13. August 1961 übernahm der Nord-Süd-Tunnel wieder seine Achsenfunktion. S-Bahn-Boykott und Verfall degradierten das Bauwerk zu einer makaberen Touristenattraktion. Das riesige Verteilergeschoss mit seinen vielen Geschäften und Fahrkartenausgaben konnte nur noch von Grenzern betreten werden. Von den insgesamt 8 Zugängen blieb nur einer offen. Sehr schwierig war es seinerzeit, den Bahnhof in die vorhandene Bebauung einzuplanen. 2 Häuser mussten unterfahren werden. 50 Jahre später ist hier freies Schussfeld. Erst die Grenzöffnung brachte wieder etwas Leben für den einst verkehrsreichsten Platz Europas. Nur eine Etage tiefer hatte sich noch nichts getan.